Okay. Also jetzt kommt wirklich das gruseligste Video auf YouTube. Jetzt bin ich gespannt. Von Creepypasta Bunch. Das Video ist vom 17.05.2022, das heißt, es ist schon ein bisschen her. Nichtsdestotrotz hat mich interessiert, einfach mal hier drauf zu klicken. Ne? Auf YouTube gibt es viele extrem gruselige und verstörende Videos. Ja, ich bin jetzt wirklich gespannt, ob das gruseliger ist als das, was wir gerade eben angeschaut haben. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Doch ein Video soll gruseliger sein als alle anderen und geht gerade seit einem Monat ungefähr durch die Decke und viral. Ganz viele Leute sehen dieses Video jetzt und werden Fragen zurückgelassen. Und viele Leute sagten mittlerweile, dass dieses Video, über das wir heute sprechen, das gruseligste Video ist, das auf YouTube überhaupt existiert. Wir wollen heute einmal über das extrem gruselige Video Possibly in Michigan sprechen. Oder zu Deutsch womöglich in Michigan. Bevor wir allerdings darüber reden können, was in diesem Video passiert und was das Ganze bedeutet, müssen wir uns einmal angucken, warum dieses Video gerade jetzt viral geht. Denn das Video wurde nicht vor einem Monat oder so hochgeladen, sondern es ist schon viel, viel länger auf YouTube und existiert sogar schon, bevor es YouTube überhaupt gab. Schon um 1980 herum wurde dieses Video Also, das finde ich jetzt nicht so gruselig tatsächlich. Damals gedreht und nur jetzt auf einmal wird es eben extrem oft angeklickt. Der Grund dafür ist Instagram und TikTok. Denn auf diesen beiden Plattformen werden immer mal wieder kurze Videos hochgeladen, wo gruselige Dinge gezeigt werden. Zum Beispiel Ausschnitte von alten Häusern, gruselige Bilder oder gruselige Videoclips. Um diese Szenen noch gruseliger wirken zu lassen, nutzen viele Leute auf Instagram und TikTok eben gruselige Hintergrundmusik, die sie abspielen können. Und ein Lied, das eben jetzt extrem oft abgespielt wurde, war Out of Her Head. Das Lied selbst vom Text her wirkt erstmal nicht gruselig. Man hört eine Frau, die darüber singt, dass dort ihr Lieblingsparfüm ist und man ihr doch ein Parfüm kaufen und zur Tür bringen soll. Der Grund, warum dieses Lied allerdings gewählt wird für diese Videos, ist, weil die Frau extrem gruselig singt. Man hört eine merkwürdige, gruselig klingende Musik und dann eben eine viel zu laute, viel zu hohe Frauenstimme, die all diese seltsamen, zusammenhangslosen Dinge plötzlich monoton singt. Das Lied gibt dann einfach ein gruseliges Gefühl. Ey Leute, jetzt mal ohne, dass wir es jetzt angehört haben, wer kennt das? Ja, das hat er gerade mal 1 Million Aufrufe. Ich dachte, das ist übel viel. Also, ich habe davon noch nie gehört, by the way. Aber ich tummel mich jetzt auch nicht so auf Instagram-Videos rum und auf TikTok-Videos, ne? Deswegen keine Ahnung. Okay, ihr kennt es auch nicht. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, Leute. Wir sind auf der guten Seite von der Social-Media-Seite. Viele Leute dachten, dass dieses Lied einfach alles ist, die ganze Geschichte, dass es einfach nur ein gruseliges Lied ist und mehr nicht. Doch wie viele Leute herausfinden mussten, gibt es ein gruseliges und verstörendes Video auf YouTube, wo dieses Lied eben von genommen wurde. Es gibt also ein ganzes Video hinter diesem Lied und das ist Possibly in Michigan. Und wenn man sich dieses Video anguckt, dann versteht man erst wirklich, warum das Ganze so gruselig ist. Denn in dem Video Possibly in Michigan verfolgen wir zwei junge Freundinnen, zwei junge Frauen, die durch ein Kaufhaus spazieren und dort eben dabei sind, einkaufen zu gehen. Vor allem interessieren sie sich allerdings für Parfüm. Man könnte das Ganze jetzt so erzählen und es Ach, wirkt nicht Samburg. gruselig, doch beim Angucken fällt einem sofort eine Sache auf. Denn während die Frauen so durch diese Mall eben hindurchspazieren und einkaufen, sieht man im Hintergrund des Videos immer eine seltsame Person. In der Nähe dieser Frauen befindet sich immer ein seltsamer. Also, ich muss jetzt an der Stelle sagen, wir haben uns gerade eben den Kletterer angeguckt, der durch so übel schmale Gänge geklettert ist. Und ich finde das jetzt, das schockt mich gar nicht. Also, das schreckt mich gar nicht ab. Ich finde das tatsächlich so null gruselig. Weiß ich nicht, macht in mir nichts. Ein Mann mit einer Latexmaske. Man sieht im Hintergrund immer einen Mann, der einen Anzug trägt, mit Fliege und allem drum und dran, und über das Gesicht hat er eine seltsame menschliche Latexmaske gestülpt. Dieser Mann mit der Latexmaske verfolgt die jungen Frauen überall hin und macht manchmal sogar die Bewegung der jungen Frau nach. Und wir wissen eben auch, wer diese seltsame Person ist, die der jungen Dame oder den jungen Damen folgt. Und zwar wird gleich zu Beginn des Filmes gesagt, beziehungsweise des Videos, dass dieser Mann Arthur heißt. Und Arthur verfolgt diese jungen Frauen und ist ein Kannibale.
Sprich, in diesem gruseligen Video sehen wir, wie zwei junge Frauen in einer Mall verfolgt werden von einem Kannibalen. Die jungen Frauen kriegen auch mit, dass Arthur immer in ihrer Nähe ist, aber sie tun nicht wirklich etwas dagegen. Sie wirken manchmal ängstlich oder versuchen irgendwie von ihm wegzulaufen, aber die meiste Zeit, obwohl er direkt bei ihnen ist, wirken sie relativ ruhig und entspannt. Doch man erfährt im Laufe dieses Videos auch, was es mit Arthur auf sich hat und warum er diese jungen Frauen verfolgt. Denn eine der beiden Frauen, die mit den langen schwarzen Haaren, singt in einem Lied darüber, dass sie einen sehr schlechten Männergeschmack hat und dass eben alle Leute, mit denen sie in Kontakt kam, alle Männer, mit denen sie Bekanntschaft gemacht hatte, irgendwie eine Art Problem haben, eine psychische Krankheit oder kriminell waren. So erzählt sie davon, dass sie einmal mit einem Mann angebändelt hat, der seine Frau gegessen hatte. Sprich, dass sie tatsächlich schon einmal mit einem Mann etwas hatte, der ein Kannibale war. Ob dieser frühere Liebhaber, dieser frühere Kannibale, ein und dieselbe Person ist wie Arthur, wird allerdings nicht geklärt. Wir erfahren aber, dass auf einem Maskenball sie mit Arthur in Kontakt gekommen ist, damals ihn aber zurückwies. Sie wollte scheinbar keinen Kontakt haben bzw. wollte nicht mit ihm zusammen sein, weil er sich für was Besseres hielt bzw. er ein falsches Bild von sich hatte und sie ihn einfach nicht auf die Weise mochte. Sie hatten sich wahrscheinlich bei diesem Maskenball einmal geküsst, aber danach wollte sie den Kontakt abbrechen und Arthur drehte daraufhin durch. Er wollte den Kontakt und wenn er ihn nicht haben konnte, wollte er sie eben heimsuchen und erledigen. Und das sehen wir eben in diesem Video. Wenn man sich das Video an sich anguckt, wird man es wahrscheinlich nicht verstehen, weil das ganze Video kryptisch ist. Wir sehen immer wieder, dass die jungen Frauen über seltsame, gruselige Dinge singen. Sie erzählt zum Beispiel einmal, dass ihre Tante einen Pudel hatte und diesen Pudel in eine Mikrowelle gesteckt hatte. Allerdings nicht, um ihn zu essen, sondern um ihn zu trocknen. Allerdings Hä, ist doch normal, oder? Ja, steht ja jetzt nicht explizit auf einer Mikrowelle drauf, dass man Pudel nicht dort reintun darf fürs Trocknen. Steht ja jetzt nicht unbedingt extra drauf. Würde das so draufstehen, dass man das nicht darf, dann würde man es auch nicht machen. Also mir passiert das auch ständig. Wir haben nicht mal eine Mikrowelle, das ist das Blöde, aber so ein Ofen zum Beispiel. So, weißt du, wenn Mali halt gerade mal nass ist, so, dann ist der Ofen halt ein Zeichen. Okay, Spaß, Leute, das war ein Spaß. Studierte der Pudel und mittlerweile steht das zumindest in den USA extra drauf, deswegen, da steht drauf, dass man Tiere nicht reintun darf, aber da steht nicht drauf, dass du explizit einen Pudel reintun darfst, das ist ja nochmal eine Unterordnung. Beide waren danach tot. Dies sind merkwürdige Dinge, die nichts mit der Geschichte dieses Videos zu tun haben, die aber gruselig wirken und das Ganze verwirrend machen. Die Hauptstory dieses Videos, abseits von all diesen gruseligen Liedern, ist eben der Verfolgungswahn von Arthur, dass Arthur also diesen jungen Frauen hinterherläuft und sie bis nach Hause stalkt. Denn nachdem die jungen Frauen das Kaufhaus verlassen haben und ihre Wege nach Hause beginnen, sieht man, dass Arthur ihnen auch dahin weiterhin folgt. Man sieht ihn in den unterschiedlichsten... Hey, Zornesbay! Dankeschön für den Raid, du geisteskranker Mensch. Ich hoffe, du hast einen richtig beschissenen Stream gehabt, ja? Kuss geht raus. Straßen, man sieht ihn in Vorgärten stehen und man sieht sogar, wie er immer mal wieder die Maske wechselt. Wir erfahren in einem Lied auch, dass Arthur nicht mehr weiß, wer er wirklich war, weil er so viele Masken schon getragen hatte, dass er vergaß, wer er unter dieser Maske gewesen ist. Wir erfahren, dass Arthur von sich selbst denkt, dass er ein attraktiver, toller Mann ist, quasi der Hauptgewinn für jede Frau, doch dass die Frauen dies eben anders sehen und ihn eher als einen Psychopathen wahrnehmen und nicht als irgendjemand tollen. Wir kriegen also mit, wie Arthur versucht eben zu dieser jungen Frau zu gelangen. Er will zu dieser Frau, die ihn abgewiesen hat, und bricht sogar in ihre Wohnung ein. Er geht durch ein Fenster, was man im Video sehen kann, in die Wohnung und lauert ihr auf. Wir sehen dabei eine gruselige Szene, wo die junge Frau mit dem Parfüm in der Hand auf dem Sofa liegt, das Parfüm, das sie vorher gekauft hatte, und im Hintergrund sieht man, wie eben eine seltsame Person im Anzug sich ihr langsam nähert. Als diese Person dann relativ dicht dran steht, können wir im Spiegel die bekannte, gruselige Latexmaske sehen, die Arthur schon die ganze Zeit trägt. Das ist einfach nur ein schlechter Film, oder? Also es ist ja jetzt nichts, was wirklich passiert ist, und das ist ja so krass geskriptet irgendwie. Also ich kann mir das halt wirklich nicht vorstellen, dass das hier irgendwie echt sein soll. Dass das irgendwie ein
echten Hintergrund haben soll oder so. Trägt. Wir erfahren also, dass Arthur es ins Haus geschafft hat und nun wahrscheinlich gleich sie angreifen wird. Doch wer nun einfach erwartet, dass das Lied oder das Video hier endet und Arthur einfach gewinnt, den muss ich enttäuschen, denn es passiert etwas anderes. Die Freundin, mit der die junge Frau im Einkaufszentrum war, hat scheinbar bemerkt, dass Arthur ihr aufgelauert hat und in die Wohnung eingedrungen war. Die junge Frau, die Freundin, nahm also eine Pistole bei sich zu Hause mit und ging ebenfalls in die Wohnung ihrer Freundin rein, wo die Freundin und Arthur sich befanden, und schoss auf Arthur. Wir sehen im Video, wie die junge Frau zielt und auf Arthur schießt und dieser dann an einer Wand zusammenbricht und langsam hinabrutscht. Bevor er also angreifen konnte, bevor er, der Kannibale, loslegen konnte, wurde er also von der Freundin erledigt. Nun könnte man denken, dass hier das Video endet, doch ich muss schon wieder euch enttäuschen, denn eine Sache passiert noch. Denn während man die ganze Zeit diese Geschichte verfolgt, von Arthur, dem verrückten Kannibalen, der die junge Frau verfolgt, endet das Video anders, als man denken würde. Denn am Ende des Videos ist die junge Frau, die ganze Zeit über verfolgt wurde, den Körper von Arthur. Sie selbst war auch eine Kannibalin, aber dies hat man nicht auf den ersten Blick erkannt. In unterschiedlichen Liedern im Video hat... Hey, eine klassische Menschensuppe hat noch niemand geschadet, Leute. Man eben herausgehört, dass sie Dinge sagte wie, sie beißt in die Hand, die sie füttert. Hinweise darauf, dass auch sie tatsächlich eine Kannibalin gewesen ist. Dieses Video ist nicht gescriptet, es wird in die Kamera geschossen, ja. Ich weiß nicht, das wirkt mir alles nach Paulaner, ja, es wirkt mir nach dem Paulanergarten, so, und deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt hier sagen würde, das ist das gruseligste Video, da fand ich ja fast noch die SpongeBob oder die Thaddäus-Story gruseliger. Ist, wovon aber keiner ihrer früheren Liebhaber wusste. Es ist also anzunehmen, dass sie alle ihre Liebhaber, die sie vorher gehabt hatte, ebenfalls verspeist hat und Arthur jetzt eben das nächste Opfer von ihr war. Wir haben es hier also quasi mit... Das war die Killcam. Okay, ja gut, gut. Das ist ein guter Kommentar, ich würde auch sagen, es war die Killcam. Zwei Tätern zu tun. Im ersten Sinne gibt es Arthur, den Aggressor, den Täter, der das Opfer sich ausgesucht hat. Und am Ende dreht sich das ganze Spiel um und das eigentliche Opfer wird zur Täterin. Und Arthur wird zum Opfer, wenn man es denn so nennen will. Und so endet letztendlich dieses Video. Das verwirrende Video, was so vielen Leuten Angst macht, handelt letztendlich davon, dass junge Frauen von einem Kannibalen verfolgt werden, aber am Ende selbst den Kannibalen fressen. Wer nun aber denkt, dass dieses Video irgendwie aus kurzer Zeit irgendwie als ein ARG oder so gemacht wurde, als ein Online-Spiel, den muss ich ebenfalls enttäuschen, denn dieses Video wurde vor vielen Jahren als Horror-Kurzfilm gedacht. Es war nichts weiter als ein Kunstfilm, der gemacht wurde, wo man eben die unterschiedlichsten wichtigen Themen, wie eben zum Beispiel Feminismus oder beispielsweise toxische Maskulinität, ansprechen wollte. Diese Themengebiete werden in diesem Film künstlerisch behandelt, aber weil es eben so künstlerisch behandelt wird, verstehen viele Leute den Sinn dahinter nicht. Ich bin enttäuscht von dem Video, ich sage euch ehrlich. Ich bin enttäuscht, weil das so dermaßen ungruselig ist, dass es mich gerade echt aus den Socken haut, dass wir nach 10 Minuten wirklich eine sehr ungruselige Story zu Gesicht bekommen haben. Nicht, und für diese Leute wirkt das ganze Video einfach nur wie ein extrem gruseliges Video von einem gruseligen Mann mit einer Maske, der jungen Frauen auflauert. Ich wollte euch dieses Video gerne einmal erklären, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann. Mach's gut. Lass uns jetzt mal einen kurzen Trinken, der gruselig sein. Ich denke, das ist ein künstlerisches Meisterwerk. Ich weiß nicht. Also kann auch sein, aber ich fand's jetzt, also ich habe jetzt wirklich gedacht, jetzt kommt eine übel gruselige Story. Also irgendwas, was mich so richtig aus den Socken haut, aber irgendwie hat es mich nicht aus den Socken.